Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija. I love Egypt. Schaut mal, meine Veranda sieht wieder toll aus. Ja, hier ist Never Ending Story. Man muss immer was machen. Aber es geht gut weg. Es ist nur Staub. Und ja, brutal. Andere Seite auch. Alles voll. Kinder spielen. Guck mal, wie hier. Auch meine ganzen Pflanzen voll. So ist es. Schaut. Ja, mein Schwager, der ist wieder in Hurghada, aber hat Geld dagelassen, um hier weiter zu arbeiten. Jetzt ist der Sound von den Kindern. Hier kann ich euch nochmal zeigen, mein Zementweslein. Und den Stein da unten habe ich auch Silber angesprüht. Ich wollte Gold, mein Mann bringt Silber. Was willst du machen? Dann machst du halt eine silberne Vase. Was willst du machen? So ist es. Ne? So, zeige ich euch mal. Hier, die arbeiten. Also das Ding wird hier erstmal mit Beton angespritzt und morgen machen sie dann richtig. Ne, die Oberfläche erstmal angemacht so. Ja, morgens um 6:30 Uhr weckt er mich schon auf und macht da. Na, und dann erstmal um 10 Uhr ist wieder leise. Das hätte er ja auch später machen können. Nein, es wird zuerst geklopft um 6, dass alle wach sind. Hier wird gespielt. So, ich habe hier noch Rest Erde, den muss ich auch noch verarbeiten. Der Rosenstrauch funktioniert noch. Was macht ihr? Und du, Furzel? Ja. Also, kann ich euch mal zeigen? Ich muss die jetzt gucken. Oh, die sind ganz. Oh. Hier kommen Blüten, hier werden Auberginen kommen. Die muss ich jetzt auch noch irgendwie mit dem Stöcken anbinden. Das werde ich gleich im Anschluss machen vom Video. Na, was zeigt ihr mir? Habt ihr das Sieb gefunden? Nein. Mit was spielt ihr da? Wir spielen Küche. Ah, Küche. Das ist der Forn, das ist Wir haben den der gebacken. Herd. Muss ich das aufmachen? Ich habe jetzt beide Hände halt fest. Ich ziehe. Hat ich ihn gekocht? Mach mal kurz. Pass auf. Hallo, meine Lieben. Warte mal, machen wir mal andersrum. Sieht man dich dann? Warte kurz jetzt. Jetzt guck dich mal an. Warte, Jonas. Moment, 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 Moment. Ach, ich habe ein Video. So macht die Mama, meine Lieben. Halt fest, ich muss mal kurz dein Ding da machen. So. Hallo, meine Lieben. Ich bin Khadija. Ach, das geht nicht, Jonas, das geht nicht. Verlass. Ja, guck doch, die Leute reden, du hörst mir zu. Hallo. Sieht man dich? Ja. Man sieht nur dein Auge. So. Ich krieg's nicht aus. Okay, verlass. Yalla. So, jetzt zeige ich euch mal. Wir müssen mal wieder den Stall säubern. Ihr seht, wir machen das immer wieder regelmäßig, aber ja, irgendwie wird es immer wieder dreckig. So, der Sunny, der hat nicht mehr lang, ne? Dann kommt bald das Opferfest. Darf noch ein bisschen hier gucken. Jetzt kommt's. Ah, fangen wir erstmal mit dem an. Ich habe wieder neue Vasen heute gemacht. Meine Hände sind wieder voll mit Staub und ganz trocken, weil ich habe benutzt keine Handschuhe. Na, zwei alte Handtücher. Unten auf so eine. Kennt ihr die noch von meiner Küche? Obwohl, nee, nur die im Buchclub kennen diese. Das sind meine Salatschüsseln. Ja, da ist eine Tüte drüber und dann so ein altes Handtuch in Wasser getränkt. Das wird jetzt trocknen. Hier, das habe ich rund geschnitten und das habe ich so gelassen. Ja, mal sehen, wie es aussieht dann. Na? Und dann wird es in Silber oder Gold besprüht. Und dann will ich es da oben auf meine Treppe haben, na? Rechts und links. Und da werde ich dann irgendwelche Blümlein reinpflanzen. Vielleicht die Bonjour-Pflanze oder Pfefferminz. Wir werden sehen. Irgendwas ganz, wo leicht wächst und wo keine Probleme macht. Na, das ist jetzt ungefähr seit 2 Stunden am Trocknen. Und nach 24 Stunden, und das kann ich, weiß ich nicht, vielleicht kennt ihr das, ihr könnt ja mal im Internet, in YouTube eingeben, da gibt es so viele Videos, ne? Oh, wie heißt die eine? Zementwolke oder so habe ich gefunden, einem, ja. Und die auf Englisch viele. Dann nimmt man einfach die Handtücher, tut sie vorher in Zementwasser
oder Betonwasser mischen und dann tränken. Dann macht man die zur Seite und macht da wieder Pulver rein, ne? Dieses Zement gut miteinander mischen oder den Beton. Ich weiß gar nicht, was da der Unterschied ist. Zement, Beton ist das Gleiche. Und dann, wenn die richtig zugetrieft sind, vollgetrieft sind, hängt man die drüber und macht sich so diese Wellen rein, dass sie schön aussehen. Ja, fertig. Und dann, wenn es getrocknet ist, dann sprüht man die an. Das war's. Hier könnte man noch ein Löchlein reinmachen später oder jetzt, also davor halt. Aber das habe ich nicht gemacht, Jalla. Das wird nicht so schlimm sein, wegen der Staunässe halt später. Na, hier ist die Heidi. Was machst du? Für die Küche holst du Wasser? Nein, ich hole Öl. Öl? Ach so, zum Kochen. Öl. Okay, na dann. Ja, und jetzt kommt das Nächste. Dieser Ast hier, wobei nicht dieser Ast, ist der zweite Ast, der runtergefallen ist. Schaut euch das Ding an. Seht ihr diesen großen Ast da? Der ist einfach mal kurz, ich habe im Instagram ein Live-Video gemacht und nicht mal 5 Minuten später, ich gehe mit meiner Freundin zum Krankenbesuch. Meine Kinder spielen hier. Alhamdulillah haben wir hier diesen Schattenplatz gemacht. Der Ast ist einfach hier runtergebrochen. Hier war der Stuhl und neben Jonas. Da war was krass. Und Alhamdulillah nicht auf die Heidi. Gell? Alhamdulillah, Alhamdulillah, nicht auf dich. Ja, und dann hat mein Mann das, guck mal hier, von hier runter, guck dir das Ding an. Abgebrochen. Von da. Und dann, einen Tag später, macht mein Mann das klein mit der Hacke, gibt's, verteilt es überall, weil die Schafe essen das. Ja. Und dann nicht mal einen Tag später kracht der Ast runter. Ja, das ist halt, mein Mann wollte den nicht stutzen, aus Gründen des, wegen Schatten, für hier einen Schattenplatz. Und jetzt ist natürlich Wind gewesen, toller Wind, habe ich noch im Video gesagt, im Live-Video in Instagram. Ja, wir haben super Wind. Guck mal hier, da seht ihr das? Das machen wir wieder. Ah, jetzt ist zu spät, Chalas. Und der tolle Wind hat natürlich hier dafür gesorgt, dass die Äste runterknallen. Da habe ich richtig Schiss gekriegt, muss ich echt sagen. Ja, Heidi, was willst du immer? Ja, Mäuseli. Du bist eine Liebe. Und könnt ihr euch erinnern, die Heidi ist ja zu uns gekommen. Die hatte hier überall kahle Stellen vom Sitz, vom Sattel. Jetzt wächst, ist es alles schön nachgewachsen. Gell, du bist eine Liebe. Kann ich euch immer zeigen. Meine Hühnereier. Ja, im anderen Kanal, bei der Deutschen am Nil, da habe ich ja Hühnereier gezeigt. Da seht ihr mal einen Unterschied wieder nochmal, ne? Hier von den kleinen Mäusen gelegt und hier die normalen. Die sind jetzt 1 Jahr alt und die Humpeline ist 2 Jahre alt. So sind die Eier und dann von den ganz kleinen. Ja, heute nur 4 Eier. Gucken wir mal hier. Haben wir da noch was? Nee. Und die Truthähne, die haben wir ja ausgelagert, weil die einfach... Ja, der Johnny, der hat mir einen Hahn tot gepickt, der krank war. Und das geht nicht. Da war mir echt, das geht nicht. Der lag am Boden, das ganze Gesicht voll gehackt. Na, und dann deshalb sind die hier. Ja, so ist es. Und du, wie siehst du denn aus, Mäuseli? Was hast du denn gemacht? Hast du dich voll gesaut? Habibti. Oh, dumm. Die hat gerade, habt ihr das gehört? Die hat gepupst so laut. Pupst du, wenn ich komme? Schau mal, die hat hier auch Beton auf dem Rücken. Schon wieder gepupst. Kommt das Baby oder was? Hast du Blähungen? Was ist da los? Oh nein, da muss ich dich gleich duschen. Das geht nicht. Und habt ihr auch? Du nicht, gell? Blondie. Oh, Mausi. Und du? Du auch nicht. Chalas. Mäuseli. Ja, fein. Komm, tun wir mal abduschen. Die Arme ist voller Zement. Ja gut, der macht da oben halt Dings, ne? Upsala. So, eine Runde. Bambi. Seht ihr, ich sag immer noch Bambi. Ja, und im Gesicht auch. Schön. Die Bosa duschen. Ja, die kriegt morgens und nachmittags immer eine Dusche von mir. Im Sommer wie im Winter. Die lieben ja Wasser. Deswegen heißen sie auch Wasserbüffel.
Ja, das wird schon abgehen. Zement auf dem Rücken, du Arme. Hollas. Maschi. Und du rennst weg. Hast Angst vorm Wasser. Na gut, ich komme später nochmal, mach euch zu trinken. Und Futter. So ist es. Mein Mann hat ja gestern Blut gespendet. Und das halt, da gibt es auch noch ein Video. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das vorher oder später poste. Wir werden sehen. Das ist aber auch blöd, ne? Hier ist alles, das ganze Futter ist voll mit Beton von da oben. Naja, ist auch nicht so gesund. Hier, schaut. Also meinen Mann fragen, nicht, dass wir da alle Tiere mehr sterben. Gell, Heidi? Gucken wir mal zu den Küken. Bismillah. Ah, hier ist wieder eins am Schwächeln. Das, was ich 2 Wochen im Haus hatte. Oh, ich muss mal kurz. So. Oh, hier sieht man nichts. Ja, das hier ist ein bisschen wach. Und hat Federfüße. Du Armes. Ja, man kriegt halt nicht alle durch, ne? Ich versuch's, aber man kann nicht alle retten. Okay, meine Lieben. Gehen wir mal wieder raus. Ich komme nachher nochmal zu euch. Ein kleines Update. Upsala. Hier mal zu. Aber schon krass mit den Ästen hier, ne? Da hätte echt was passieren können. Wahnsinn. So, ich möchte euch nochmal meine Täubchen zeigen. Ich habe neue Tauben bekommen. Und die sind einfach der Hammer. Die heißen Adonis und Aphrodite. Und eine heißt Ocean, aber ich glaube, das ist ein Mann. Der hat uns versäckelt, der Mann. Ich sagte, ist das ein Weibchen? Ja, dann habe ich es natürlich gekauft. Ja, du willst immer boxen, gell? Tu mich nicht boxen. Wir haben richtig Schiss vor dem, vom Sunny. So, gucken wir mal, was hier los ist. Oh, der Gentleman sitzt auf den Eiern. Hier, da, die schlüpfen auch bald. Das sind wieder neue Möwchen, bekommen wir. So, meine Lieben, hier, diese beiden, das ist Aphrodite. Hier vorne ist der Adonis, der größere, sieht man sofort. Und da hinten die Aphrodite. Die sind wunderschön, die haben beide Socken an. Guck mal. Söckchen. Weiße Söckchen. Und du? Hast dich verliebt? Ja, meine Hochzeitstauben hier. Und das ist Ocean. Ocean. Bin noch nicht sicher. Also irgendwie glaube ich, das ist ein Mann. Wir schauen mal. Na gut. Ich freue mich schon, wenn bald die Möwchen hier rüberziehen in die Burg. Und irgendwann werden wir die auch noch weiß streichen. Irgendwann, inshallah. Wisst ihr, das ist ja echt zum Lachen. Die Burg ist jetzt bald fast 2 Jahre alt und nicht weiß gestrichen. Naja. Und ist noch was zum Lachen. Unser Grill, der ist schon über 1 Jahr alt. Den haben wir noch nie benutzt. Wir haben den mal gebaut, aber haben noch nie damit gegrillt. Keine Ahnung warum. Irgendwie kommen wir oder vergessen wir das. Oder ja, so sieht's aus. Unser Grill ist nur ein Abstellplatz für unsere Sachen. Ne? Wir haben es halt mal gebaut und ist immer noch nicht in Benutzung. Jalla. Boah, jetzt gehe ich nochmal mit euch raus zu den Kids. So. Hast du Fleisch gebracht? Hast du Fleisch gebracht vom Markt? Zeig mal, das ist das Fleisch. Oh, das musst du aber noch waschen, ne? Sehr klar. Oh, was ist das? Ihr macht Samak, Fisch? Ja, und wir machen eine Schokoladentorte. Und eine Schokoladentorte. Lecker, lecker, lecker. Sehr gut. Na, dann macht mal schön in der Küche arbeiten. Oh, das ist das Besteck. Besteck. Ein Ei. Hä? Was ist das denn? Ein Stück. Ein Stein. Billady.
Das ist ein Ei. Mm. Und du bringst die Sachen immer vom Supermarkt? Ja. Maschi. Na, das ist Ambuba. Ach, guck mal, die haben sogar, das ist die Gasflasche Ambuba. Und das ist der Herd. Alles im Detail. Heute geht ihr ja auf eine Hochzeit, ne? Ja, wir duschen. Ja, müsst ihr duschen und euch schick machen. Dann geht's los. Kulo, gehen alle zum Pfarrer? Ich weiß nicht. Frag mal. Also, Kulo, in Pfarrer? Und der? Pfarrer in Harda? Hm? Halas, alle gehen. Ja, dann wascht mal. Sibdi, Aiwa. Das müssen wir aufpassen. Das hat der Opa für die Mausi gekauft. Und die machen das kaputt. Das will ich nicht. Na, da darf nur der Jonas damit spielen. Was ist hier passiert? Ein Playmobil. Na gut, Leute, das war's. Hab wieder eine Grüße von uns, vom Dorf. Tultumeginea. Na gut, die Sonne geht jetzt bald unter. Boy. Ah, und eine Bananenpflanze ist gestorben. Wahrscheinlich ist der Boden einfach zu salzig. Wir haben ja ganz viel mehr. Und mein Mann sagte auch, es liegt hier unten am Boden, ist Kies. Weil wir haben ganz viel Kies hier gemacht, sagte er, damit das Salz nicht an die Wände geht. Ne? Und so bestimmte. Helibalik Mini! Sib Hartumdi! Pass auf, habe ich gesagt, lass den Schlauch. Weil der braucht ja Wasser von oben. Na gut, also ich wünsche euch was. Bis die Tage. Masselema. Bye, bye. Bye, bye.